Guten Morgen! Oh mein Gott, wie weiß bin ich bitte geworden? Das sieht ja total schlimm aus. Oh Boah! In der Kamera ist es ja echt, also ich sehe aus wie ein Schneemann. Naja, also guten Morgen, meine Lieben. Ja, der Maurizio, der ist auch schon hier. Elias ist auch schon wach. Ich bin einfach seit um 5 wach. Nicht weil ich will, sondern weil Vivian wach war. 3 Tage in Folge jetzt schon, wegen ihren Zähnen. Ich hoffe, das hat bald ein Ende, weil dieser Schlafmangel macht mich verrückt. Ja, wir haben heute Morgen schon gespielt. Sie ist schon gerutscht, sie hat schon längst gefrühstückt. Elias frühstückt gerade. Milan hat gefrühstückt und jetzt geht es gleich in den Kindergarten. Papa fährt wie immer und ich versuche hier dann ein bisschen Ordnung zu schaffen und alles vorzubereiten für den Tag. Meine Mama kommt heute nämlich ziemlich früh, denn wir haben einen Termin beim Küchenbauer, der David und ich. Nicht für die Küche, weil die haben wir ja schon vor einem Jahr haben wir die schon geplant. Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht. Da habe ich euch ja damals auch mitgenommen. Könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, das Video. Und wir haben uns gedacht, wir möchten gerne die Waschküche auch passend haben. Also, dass wir die auch professionell planen lassen. Ich hätte super gerne irgendwas mit einer schönen Arbeitsplatte, dass man da die Wäsche falten kann. Und mit schönem Stauraum und so. Und deswegen gehen wir da heute hin. Und ja, dann nehme ich euch natürlich wie immer mit. Wohin? Süß seine Haare sind. Die stehen immer kreuz und quer. Elias schnabuliert noch sein Frühstück. Ja, er wird schön geschmatzt. Was gab's heute? Thomätchen, Gurke und Leberwurstbrot. Ne? Wir haben ja jetzt hier eine neue Spielecke. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon auf YouTube gezeigt habe. Ich glaube nicht, weil die haben wir erst seit ein paar Tagen so umgestellt. Der Laufstall ist weg. Jetzt ist gerade wieder Chaos wegen heute Morgen Spielen und so. David hat gestern noch die Rutsche reingeholt. Die ist jetzt natürlich nicht permanent hier drin, aber die Kinder lieben die Rutsche. Und ja, ich finde, das ist ganz süß. Irgendwie hat das so ein bisschen so einen Kinderzimmercharakter jetzt. Und die mögen das auch sehr, sehr gerne. Dieses Hausregal finde ich auch so schön. Das zieht dann in Vivians Zimmer ein, weil ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Puppenhaus. Genau. Ja, auf jeden Fall mache ich dann hier noch ein bisschen Ordnung. Und ich habe auch den Kindern jetzt endlich mal so Matschhosen geholt. Weil es ist ja doch ganz schön frisch jetzt schon draußen und wenn du dann im Sandkasten sitzt, dann wird der Popo schnell feucht. Das ist natürlich geht gar nicht. Und die krabbeln ja überall rum. Und ich bin halt auch so, ich lasse die halt überall krabbeln und halte die da auch nicht zurück. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung und deswegen müssten auf jeden Fall Matschhosen her. Voll süß. Die habe ich ja bei Amazon bestellt. Da gibt es ganz viele. Gibt es aber überall. Kriegt die halt natürlich beim H&M oder Aldi hat die auch ab und zu oder Tchibo. Hier liegt natürlich die Hälfte wieder daneben. Was ist denn, mein Schatz? Ach, du willst noch ein bisschen Marmeladenbrot von Milan? Hat dir das geschmeckt? Ja, okay. So, wir sind jetzt unterwegs. Ich fühle mich gerade wie im Taxi, weil ich hinten sitze. Denn vorne ist ja der Kindersitz von Milan. So geil. Ja, die Oma war ein bisschen aufgeregt, weil die dann auch zum Mittagsschlaf hinlegen muss. Das mache ich ja normalerweise immer. Ja, wenn man schon geht, das sind anders. Ne? Manche Termine sind dann halt vormittags und wenn wir es zeitlich hinkriegen und die Oma nicht die Krise kriegt, dann würden wir auch noch mal Fliesen aussuchen gehen. Also wir wissen auch schon welche. Wir müssen nur die bestellen. Einmal für den Fliesenspiegel in der Küche und dann auch noch für die Waschküche. Da müssen wir uns allerdings noch einig werden, denn ich habe da was Konkretes im Auge und David findet das jetzt nicht so geil. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute zeitlich schaffen. Je nachdem, wie lange die Planung der Waschküche dauert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eigentlich relativ fix geht, weil wir die ganzen Materialien ja genauso wählen wie die Küche. Das Zeichnen dauert doch auch. Ja, das Zeichnen und ja, das stimmt. Aber ist ja auch eigentlich klein, so eine Waschküche. Also wir gucken mal, wie das läuft. Auf jeden Fall zeige ich euch das dann. Guckt mal, wie schön das aussieht. Ein bisschen schöner. Wenn die Arbeitsplatte Die drauf Platte ist, ist machen wir jetzt noch schöner. drauf, aber da würde ich kein Deck drunter nehmen. Okay, wir sitzen wieder im Auto und es ging so schnell. Ich glaube, das hat jetzt nur eine Stunde gedauert. Hingegen die Küchenplanung hat wirklich stundenlang gedauert. Aber dadurch, dass wir wussten, was für Materialien wir wollen, weil wir es ja genauso wie in der Küche wollten, ging das jetzt voll schnell. Ich glaube, dem ist erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, wo wir gesagt haben, wir wollen das genauso planen wie
die Küche um. Dann hat er gemeint, seid ihr verrückt? Das ist viel zu hochwertig für eine Waschküche. Und ja, wir haben jetzt letztendlich nur eine andere Arbeitsplatte genommen, weil da haben wir jetzt noch mal 1000 Euro sparen können dadurch, weil die andere war doch ja, schon ein Stück teurer. Aber ich wollte halt unbedingt auch in der Waschküche Kassetten. Wieder, ne? Und der war total geschockt. Der hat gesagt, ja, nimm doch einfach so ganz normale, schlichte Fronten. Und ich wieder so, nie, aber ich bin ja oft in der Waschküche. Ich möchte, dass es auch schön ist beim Wäschewaschen. Naja, auf jeden Fall war es jetzt letztendlich, ja, noch okay, sage ich mal, vom Preis. Und es sieht so, so schön aus. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich habe das ja ein bisschen abgefilmt. Ich kann euch nachher, haben wir was zum ausgetrocknet auch bekommen? Moment, ich zeig gerade mal. Wackelt jetzt nur gerade im Auto, aber guck mal, wie cool das aussieht. Oh, ich freue mich so sehr. Man sieht das jetzt nicht, aber hier ist noch ein Waschbecken, so ein eingelassenes. Und wir haben ja, also wir wollen noch eine weitere Waschmaschine, weil wenn die Kinder größer sind und so, die Wäsche wird ja nicht weniger, dass wir das schon gleich mit einplanen. Und ja, ich habe dann halt so viel Stauraum und es sieht einfach nur ordentlich aus. Ich freue mich so sehr. Vor allem kann man auf so einer Arbeitsplatte einfach die Wäsche auch mal super gut stapeln und falten, während man bügelt. Also ich freue mich mega, mega. Und ich finde, das ist so, so schön geworden. Das hätten wir selber, wenn wir da irgendwas zusammengebaut hätten, niemals so hinbekommen. Das ist übrigens alles von Marquardt Küchen planen lassen. Also keine Kooperation oder so. Wir haben das alles ganz normal bezahlt, aber ich sag's mal dazu. Die waren auch wirklich sehr, sehr nett und haben das wirklich toll gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch so viel Zeit, dass wir jetzt noch mal schnell in den Fliesenhandel fahren. Dort, wo wir auch schon die Fliesen ausgesucht haben fürs Bad und für die Terrasse. Weil wir brauchen ja noch eine Rückwand für die Küche. Wir wissen auch schon, was wir wollen. Habe ich, glaube ich, heute schon gesagt. Ne? Und dann noch mal für den Boden in der Waschküche, weil wir da auf jeden Fall Fliesen nehmen wollen. Dann machen wir das auch nämlich noch fix und dann ja, haben wir heute echt viel erledigt. Und mein Mann, der geht später eh nochmal auf die Baustelle. Da gehe ich dann aber nicht hin. Ich gehe dann zu meiner Mama wieder nach Hause, um sie ein bisschen zu supporten. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt einfach so fix ging. Voll cool, dann kann man voll viel erledigen. Juhu! Schatz, wie findest du die Waschküche? Freust du dich? Hängt mir von den Fliesen, aber der Rest gefällt mir, was hinter da ist. Die Fliesen, die können es kaputt machen. Ja, der ist sehr skeptisch mit den Fliesen, was ich da möchte, aber ich glaube, dass das so schön aussehen wird, was ich mir da vorstelle. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber ja, ich zeige euch das dann mal. Ich glaube, die einen oder anderen haben das schon mal bei den Insta-Stories gesehen, was ich da vorhabe. Aber ich zeige euch das mal dort, weil die haben wirklich eine tolle Auswahl. Ich glaube, das wird richtig gut. Also ich komme hier rein und finde das schon sehr schön und der David sagt direkt, boah, nee. Also mir gefällt sowas ja voll. Ich finde das so schön. Aber wir werden was Neutraleres finden. Oh, ich finde auch das hier schön. Also ich liebe sowas. Diesen Stil hier. Ich gucke mal, ob ich was Neutrales finde, weil die hatten eigentlich hier so eine riesen Auswahl. Die Puderfarbe. Aber guck mal, das kannst du ja für die Rückwand machen. Ja, aber das ist schon zu creme. Und die Frage ist, möchtest du die so, weil hier hat die gestanden beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Ich kann alles verlegen, aber das, ja, aber das ist, glaube ich, nicht weiß, das ist Creme. Gibt es in allen Farben? Die sind auch schön, ich mag das sehr gerne. Das ist großartig. Das sind kleine. Du musst auch gucken, ob du diese kleinen willst. Ich finde die größten, glaube ich, oder schöner. Die großen. Weniger Fuge, schöner. Ja, das stimmt. Also das sind jetzt unsere Favoriten, das, das und das. Und wir versuchen uns jetzt zu entscheiden, es ist nicht so einfach. Aber wahrscheinlich wird es eher in die Richtung. Die steht im Angebot als erstes, dann ja, steht die und die schreibe ich als letzte Position rein. Mhm. Okay, sehr schön. Ja, mega, wir haben uns jetzt für die eine Fliese entschieden. Das war die linke Fliese von euch aus gesehen. So auf alt gemacht und so ein bisschen so, sieht eigentlich aus wie so eine alte, abgenutzte Fliese. Aber ich glaube, das ist ein richtig cooler Kontrast zur Waschküche. Ich freue mich da schon mega drauf. Ich glaube, dass viele von euch jetzt sagen werden, um Gottes Willen. Aber ich mag ja auch manchmal, wenn es halt nicht so der Norm entspricht. Und ich glaube, dass es ein richtig cooler, derber Look ist. Ich mag ja auch diese ganzen... Ich mag es ja auch rustikal, ne? Ich bin ja nicht so der moderne Typ. Ich mag ja, wenn das gemütlich zu Hause ist und ein bisschen rustikaler. Unser Haus ist ja auch ein bisschen mediterran von außen, muss man wissen. Und ich finde, das passt einfach ganz gut. Ja, auf jeden Fall haben wir alles gefunden. Als Rückwand haben wir eh Metrofliesen genommen. Schatz, mach mal das Fenster auf, man versteht mich, glaube ich, nicht. Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Hatte ich die eingeblendet? Auf jeden Fall machen wir in der Küche und auch in der Waschküche Metrofliesen. Und wir haben jetzt Hunger. Wir gehen jetzt noch mal schnell zum McDonald's auf Essen. Und dann geht's nach Hause. Ja.
Oh Gott, das dürfen wir nicht dem Milan sagen, dass wir ohne ihn jetzt zu McDonald's gehen. Ich habe mir das erste Mal bei Maggis was anderes ausgesucht wie normalerweise. Ich esse eigentlich immer entweder einen Doppelcheeseburger oder einen Royal TS. Oh Gott, ich kann es wieder nicht mit einer Hand öffnen. Und jetzt haben die... Gott, der fällt auseinander. Jetzt haben die im Moment so einen Avocado-Burger mit so einem Ei. Geil. Sah irgendwie geil aus. Wollte ich mal probieren. Und ich liebe die Pommes von Maggis. Das sind die besten. David isst immer Big Mac. Big Mac seit immer. 150 Jahren. Seit 100 Jahren. Ich bin jetzt schon eine Weile wieder zu Hause und ey Leute, wenn ich nach Hause komme, ich muss immer direkt erstmal einen Jogginganzug. Ich muss auch gestehen, ich hatte heute eine für meine Verhältnisse viel zu enge Jeanshose an. Ich bin fast gestorben. Gut, dass ich so ein langes Oberteil anhatte, dann habe ich einfach aufgelassen. Sogar während der Küchenbestellung. Nicht Küche, sondern Waschküche. Ich habe gerade eine Bestellung bekommen. Ich durfte mir nämlich wieder wunderschöne Sachen bei Naked aussuchen für den Herbst und ich freue mich ja immer. Wahnsinnig. Unter anderem diesen richtig coolen Pullover. Ich hatte mir eigentlich auch die Hose dazu ausgesucht, aber die war leider im Moment vergriffen. Ich werde mir die auf jeden Fall noch bestellen, dass ich so ein Set habe. Aber ich finde, der ist so schön gemacht. Die Ärmel sind so schön gemacht, so ein bisschen puffiger. Und mit der Kapuze und der Stoff ist richtig schön angenehm. Und ich finde, das ist einfach so der perfekte Beige-Ton. Ich habe übrigens heute den fettesten Rabattcode, den ich jemals bei Naked hatte. Normalerweise habe ich ja immer 15% und heute habe ich, weil Glamour Shopping Week ist, 25% mit Saskia 25. Also auf alles bei Naked bekommt ihr 25% Rabatt, wenn ihr meinen Code benutzt. Nicht nur die Sachen, die ich zeige, sondern auf alles. Außerdem bestellt habe ich mir diesen Pullover hier. Der hat so süße Puffärmel und ich finde den Ausschnitt schön. Der ist irgendwie besonders. Und ich versuche mal den Stoff zu zeigen. Der ist so ganz leicht gerippt. Und ich habe dazu jetzt mal so einen Rock kombiniert, damit ihr die wunderschönen Overknee-Stiefel seht. Die habe ich mir auch ausgesucht in so einem Karamellton in Lederoptik. Richtig, richtig schön. Finde ich auch natürlich mit einer Jeanshose getragen. Mega. Nur ich wollte euch mal zeigen, wie hoch die sind. Ich bin ja jetzt klein, ich bin 1,64. Aber bei mir gehen die über die Knie. Und ja, finde ich richtig süß. Ich mag so Overknee-Stiefel mit Röckchen immer voll gerne. Und dann würde ich oben einfach so was Neutrales anziehen. Alle Teile, die ich euch zeige, verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Das heißt, ihr müsst nicht danach suchen. Naked hat eine übertrieben große Auswahl an Marken und an Kleidungsstücken. Bevor ihr euch zu Tode sucht, linke ich es euch unten hin. Deswegen habt ihr es dann direkt. Ich glaube, der Look gefällt mir sogar noch besser. Der Pullover ist so, so schön. Der hat so Rottöne noch mit dabei. Den gab es übrigens in 3 Farben. Ich konnte mich erst gar nicht entscheiden. Bin aber froh, dass ich jetzt diesen Ton gewählt habe. Eine richtig tolle Farbe, auch in Kombination mit den Schuhen. Ich lieb's. Mein absolutes Lieblingsoutfit aus der Bestellung ist das hier. Die Jacke ist so, so schön. So eine Kordjacke innen mit Futter. So kuschelig und gemütlich. Richtig toll. Ich habe jetzt auch den Pulli darunter angelassen und jetzt auch mal die Stiefel mit einer Jeans getragen. Mag ich unheimlich gerne. Ihr seht schon, meine Bestellung ist sehr karamelllastig. Und das letzte Teil aus meiner Bestellung ist dieses Oversize-Shirt, auch wieder in Beige. Auch perfekt zu dem Jogginganzug, den ich bestellt habe. Also die haben wirklich unfassbar schöne Sachen. Ihr wisst ja, dass ich da regelmäßig bestelle und ganz viele fragen wirklich immer nach den Sachen. Und ja, 25% Leute, da lohnt es sich richtig. Also schaut vorbei bei Naked. Saskia 25 für 25%. Nur noch bis zum 11. Oktober. Ich schreibe es euch aber auch hier nochmal rein. So, ein paar Stunden später, ich habe Milan gebadet und ich mache uns jetzt eine Pizza einfach nur. Ey, heute ist ja wirklich ein super gesunder Tag. Und ich wollte die ganze Zeit immer mit dem David schon die Capital Bra Pizza probieren. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Für die Babys habe ich jetzt einfach nur so ein paar Nudelchen gemacht und Fleischkäse. Die können die nämlich selber essen. Und der Milan hat auch schon gegessen. Der Milan isst ja immer, was er halt gerade möchte. Der isst ja, sowas hat er keinen Bock drauf. Genau. Und der David kommt nicht von der Arbeit. Und dann lege ich die Kinder auch ins Bettchen. So sieht die Pizza übrigens fertig aus. Wo die Pizza-Werbung hier. Aber die schmeckt echt gut. Also ich finde die echt gut, oder Schatz? Ja, wahrscheinlich ganz gut. Ist auch schön dick. Schmeckt gut, ist schön fluffig, würzig. Doch, ich finde die gut. Schmeckt ganz passabel. Oh Gott. Passabel. Schmeckt gut, ja, okay. Schmeckt einfach gut. Die Kinder essen auch. Die haben mehr Bock auf die Pizza gehabt jetzt. Die essen auch ein bisschen die in Stücke. Leute, ich habe mich gestern gar nicht mehr aus dem Video verabschiedet. Sorry dafür, ich bin einfach auf der Couch eingeschlafen. Mir ging es gestern nicht so gut. Ich habe so starke Unterleibsschmerzen irgendwie gehabt. Aber heute ist es schon wieder viel besser. Ja, das ist der Nachteil einer Frau. Ich glaube, das braucht kein Mensch, aber gut, einmal im Monat müssen wir da alle durch. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe das Gefühl, dass es auch enorm lang geworden ist. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mich versuchen, mal ein bisschen zusammenzureißen nächstes Mal. Ja.
Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder und ihr begleitet uns auch weiter bei dem ganzen Baustellenthema. Und ich hoffe so sehr, dass wir dieses Jahr noch einziehen können. Drückt uns die Daumen und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss. Muah.